Mehr möchte ich doch gar nicht. Nein. Ich glaube, wir sind nicht allein. Du sagst, was du nicht sagst, Nick, weil schießt gerade nämlich einer auf mich. Die gehen uns nicht mehr auf die Nerven. Mein Gott. Es muss doch hier irgendwo eine verdammte Kaffeetasse geben. Also es gibt sogar Benzinkanister und sowas hier. Oder ein Aschenbecher. Aschenbecher würde auch schon reichen. Aber nein. Es gibt einfach nichts. Gut, gehen wir nochmal in die Brauerei rein. Vielleicht finden wir da was. Achso, hier war noch eine Tretmine. Nehmen wir mit. Oh, hier ist auch eine. Sind die überhaupt scharf geschalten? Nein, egal. Und wir gehen durch in die Brauerei durch hin, so hinten durch, weil das bringt XP, wenn ich dieses Schloss knacke. Ja, sehr gute Idee wieder von mir. Dann hoch darauf. Keramikschale! Gib mir die Keramikschale, jawohl! Ja, Nick, ich hab sie gesehen, sie haben mich angegriffen. Meierlocks gibt es ja scheinbar auch, ich höre sie trampeln. Gut, dass man denkt, gehen wir mal durch die Hintertür. Hat in diesem Fall genau das Gegenteil bewirkt. Der hält ganz schön aus. So, diesmal habe ich die normalen Handgranaten. Okay. Mann, bleib doch mal auf der Stelle stehen. Ich könnte auch mal die anderen. Oh, 21 Molotov-Cocktails. Hier, nimm das. Stört jetzt nicht wirklich, muss ich sagen. Ich mag die Waffe. Die macht gut Schaden. Kritische Treffer bringen das hier zur Raserei. Yeah. Da, eine Kaffeetasse. Noch eine Kaffeetasse. Kleiner Mistfink? For real? Volksgeld bringt Stoff. Können wir da oben auch gebrauchen? Hallo. Hier ist der kleine Mistfink. Naja. Ich denke schon, dass ich hier lebend wegkomme. Wir müssen ja sowieso alles mitnehmen. Oh, da kämpft jemand mit den Meierlocks. Finde ich gut. Muss ich es nicht machen. Okay, wer nächster?
Ich werde dann der Nächste. Oh, oh, oh. Hier ist Gas. Da sollte man vielleicht nicht schießen. Geschmäcker sind wohl wirklich verschieden. Ja, ich nehme das doch nur mit, weil ich das zum Verwerten brauche. Alkohol brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Gummibonbons brauchen wir nicht. Oh, brauchen wir alles nicht. Hat alles Rad. Verstrahlen wir bloß unnötig. Nuka Cherry, die ist ordentlich was wert. Den nehmen wir mit. Ansonsten nicht. Speiseöl. Ich was hören. Der steht genau unter uns oder neben uns. Echt ein bisschen strange. Der Ort hier ist echt vor die Hunde gegangen, nicht wahr? Nichts gewesen. Granaten öffnen wir zuerst. Klappe. Ein Aschenbecher und eine Schüssel und ein Kronkorb. So, was haben wir hier noch? Brauchen wir eigentlich. Ach, es ist alles so viel Scheiße, wir brauchen das gar nicht, aber wenn wir das ausbauen wollen da, dann. Müssen wir es wohl oder übel mitnehmen. So, ich bin voll, oder? Ich bin voll. Nick. Psst! Schieß los! Nimm mal bitte meinen ganzen Schrott. Oh verdammt, der hatte noch einen Haufen Scheiße mit. Nice. Der kann gar nichts mehr tragen, oder? Ach geil, und ich krieg's nicht mit, ich Dämel. Oh. Ich hätte schon längst ausbauen können da oben. Bohr, ein Treffer. Cape. Ein Treffer. Also es ist wohl das E. Hinten ein E. Moor. Chor. Ist auch nicht. Gut. Ach, da ist Scheiße, da ist ja das A. Okay, Band, hä? Ging es hin? Moor? Ist ja alles ein Reim. Es kann nur das E sein. Da ist A mit dabei. Da ist ein A mit dabei. Das hatten wir schon. Da ist ein A mit dabei. Ist schon zu spät für Rätselraten. Vor allen Dingen, weil ich nichts mit E finde. Whatever. Was ist das? Zu blöd, um ein einfaches Terminal zu hacken. Size nichts. Faul nichts. Zwei Treffer bei Wiz.
Super. Das wird jetzt einfach. Not. W-I-T-H. Bin durch. Internes Memo. Loch an der Küchenwand. Beachten Sie bitte, dass in der ersten Novemberwoche Handwerker kommen, die die Küchenwand reparieren. Bei Führungen durch den Flügel Craft and Sessional müssen alle Besucher einen Kopfschuss tragen, bis die Reparaturarbeiten abgeschlossen sind. PS, kümmert euch bitte um das Problem mit der Preisliste. Es treten immer wieder Fehler in Rechnungen auf, weil sich jemand in der Spalte vertut. Okay, Bierpreise. Ja, in der Spalte will ich mich auch vertun. Das ist gerade schon gestandene Preise. 60 Fass Bier, 60 Liter Fass Bier, 800 Tacken. What the fuck? Gut, dass wir das jetzt wissen. Wohl nichts gewesen. Wir können auch ein bisschen mehr Krams mitnehmen. Aus dem einfachen Grund, dass ich noch Zeug habe, was ich saufen kann. Oder essen. Damit ich. Kriege noch mal ein bisschen Stärke dazu. Frage zu viel und kann ich rennen. Gegrillter Rathirsch. Zack. Schon kann ich wieder was tragen. Geil, oder? Diese komischen Affen immer, ey. Gut ist, von hier bin ich gekommen. Das heißt, hier kann nicht mehr sehr viel sein. Haarklammerbox habe ich auch immer eine Anmeldung. Ist er nur noch hier rein? Das schaffe ich nicht zu hacken. Achso, Nick. Wo ist denn der jetzt wieder? Mein Gott. Ohne Scheiß jetzt. Wo ist denn der Ständer mit Hut, Alter? Das. Er ist weg. Er ist einfach weg. Nick. Wo bist du? Oh. Ich liebe KI. Ah, da. Hey, ich bin ganz Ohr. Na, komm mal mit. Kannst du das Terminal entsperren? Passt, nein, geht nicht. Es ist verbessert. Idiot, setz dich sich daran und entsperrt das Terminal. Nein, die Standardsicherung ist noch aktiv. Das heißt wohl. Bingo. Danke. Sehr gut. Führungen durch den Craftflügel. Führungen durch den Craftflügel werden bei Bedarf halbstündlich von ausgebildetem Bewirtungspersonal durchgeführt. Die Führung durch den Craftflügel enthält eine saisonale Probe nach Abschluss der Führung. Eine Führung durch den Craftflügel $59 und die Führung geht von 12 bis 20 Uhr. Okay. Also, die Führungen werden angeboten von 12 bis 20 Uhr natürlich. Führungen durch die Brauerei. Führungen durch die Brauerei enthalten die Führung durch den Craftflügel vor der Führung durch das gegenüberliegende Hauptgebäude. Die Führungen finden samstags und sonntags sowie an bestimmten Feiertagen statt. Im Preis inbegriffen sind eine saisonale Probe und ein Pintglas als Andenken. Pint, hihi. Führung durch die Brauerei $119. Naja. Muss, glaube ich, sein. Ganz schön zugesetzt, der Junge.
was dem einfällt, frage ich mich. Reddix! Munition, Reddix! Ein Impro-Scharfschützengewehr, ja. Passwort der Gewinnet-Brauerei. Nehmen wir mal mit. Oh, hier hat ein Mitarbeiter auch noch das Zeitliche gesegnet. Wenn ich jetzt noch einen Brathirsch esse, kriege ich dann nochmal plus 25 Tage Kapazität. Nee. Doch. Nee, ist nichts passiert, aber... Ja, du bist ja auch schon vollgestopft, Nick. Was ich natürlich dummerweise vergessen habe, der rennt die ganze Zeit schon mit der Scheiße rum. Ich hab's echt verdusselt, ey. Ich glaub's nicht. Ich renne hier die ganze Zeit... Was war das? Ja, eine legendäre Mörder-Nocturnus-Klaue. Ja, genau. Keine Chance auf den Treffer, weil Nick davor steht. Finde ich super. Lederrüstung. Hilfsmittel. Ist ordentlich was reinhauen, so wie ich es auch immer mache. Warum liegt hier eigentlich ein toter Meierlock? Egal. Kommen wir hier raus? Ja, super. Mit der Munition sparsamer sein von der Schrotflinte. Da geht's noch nicht weiter, ne? Höhö. Super. Oh, jetzt sind wir in der Hauptraum. Oh, es hört einfach nicht mehr auf. Ich will doch nur noch raus hier. Wir wissen alle, dass hier überall wieder Meierlocks rumtappeln. Viele. Nimm das! Ja! Genau. So, dann haben wir bestimmt noch ein Ei, genau. 5 Millionen Nester. Gehen alle kaputt, ne? Ja, super. Quellgeist weniger. Schau mal, was du hast. Witzig, ja nicht. Also nicht, dass das eine Option wäre. So, mein Gott. Ich stopfe mir die Taschen voll mit Krempel, wo ich so schon nicht mehr tragen kann.